So, willkommen zurück bei den T-Wake Buddies. Wir spielen weiter Bioshock Infinite. Und wir haben das letzte Mal aufgehört, nachdem jetzt die Elizabeth so ein schönes Ständchen gesungen hat. Und die hockt sich auch überall immerhin ganz gechillt. Weil ihr Fuß jetzt nicht so gesund ausschaut. Na. Wenn man gezwungen wird, in den Untergrund zu gehen, dann sieht man die Dinge von unten. Und unten, auf dem Boden der Stadt, sah ich Feuer brennen. Und Feuer erzeugt Hitze. Aber es hat keinen Mund. Daisy. Nun, sie hat ein Mundwerk, das für alle Feuer Kolumbias reicht. Eine tote Maus oder Ratte. Fein. Sie machen echt dann so viel Denken hier, das ist echt schon übel. Lockpicks, davon kann man nicht genug haben. Kommen Sie wieder, wenn Sie über Barschaft verfügen, mein Freund. Was ist mit euch los? Bisschen sehr energielos, der da klopft. Ich jetzt mal sagen, wer will da gar nicht rein. Die Stiefel immer noch den Automaten. So schnell ist es nachher wieder schlecht. Ja, wenigstens passt das hier. Im Armenviertel gibt es auch kaum was zu holen, kistentechnisch. Nehmen wir mal mit, aber nicht anlegen. Das wir müssen mal ganz nah vor ihm, um an die Geräte zu kommen.
Na, 10, 12, 12. Gucken wir mal. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Da ist auch ein Riss. Was ist das denn? Was seid denn ihr denn? Braucht mehr Zeit. What the? Oh mein Gott, was zur Hölle ist das denn? Da gleich noch einer. Wir müssen Morun spielen an hier. Nee, es gibt Sauerei. Man kann es echt übertreiben, Leute. Oh, die Frage, was seid ihr denn eigentlich?
wieder ein Nest. Was? Sag bitte, dass der die Skyline nicht nutzen kann. Zeigt mir seinen Rücken nicht. Jetzt will mal alles. Moskito. Oh, muss ich ja nicht hin. Da runter. Ich weiß immer noch nicht genau, was sie jetzt da oben hängen hatten, aber muss ich auch nicht. Kriegst du es auf? Mal sehen, was ich tun kann. Bitte sehr. So. Wir lassen jetzt diese Ende noch nicht, sondern das nächste Mal, wenn wir anfangen in Shantytown und gehen dann da rein. Okay, also bis zum nächsten Mal. Servus.